Ja, okay. Hallo Freunde, heute ist Montag, der 13. Willkommen zu meiner vierten Online-Trainingseinheit. Mit dabei sind wie immer Juna oder Jonas. Wer sind wir natürlich nicht hier? Okay, wir machen heute ein bisschen Twitch. Ja? Wir fangen an, wie immer, uns aufzuwärmen mit Fußballkreisen. Das ist wichtig. Sie kennt das, habe ich immer gemacht. Aber gehst du noch ein? Arsch ja, zurück. Ein bisschen zurück. So ist perfekt. Wir können doch wieder die Hüfte mitdrehen. Ja. Oh, ein Richtungswechsel. Alright, gut, jetzt komme ich durcheinander. Ich komme jetzt auf einen. Und ranziehen zu den Knien und strecken. Strecken die Zehen auch mal nach unten und nach oben. Und ausschütteln. Wir machen nur eine kleine Erwärmung, weil wir dann ein bisschen an der Wand drillen. Stellen die Knie von links nach rechts. Und den Hund zu verletzen. Und ausschütteln. Als nächstes setzen wir uns hier in diese schöne Position. Hier hinten. Schön strecken, ja? Und Schulterkreisen. Beide Richtungen selbstständig. Und auslockern. Okay, wir müssen auch unbedingt ein bisschen mit den Schulterblättern arbeiten, also das, was hier hinten dran sitzt. Weil wir das für einen Clinch brauchen. Ja? Wenn da irgendwie was nicht funktioniert in der Mobilität, dann bekommen wir da Probleme. Deswegen gehen die Bankstellung. Wir drücken mit den Handflächen den Boden. Und versuchen, unsere Brust zum Boden zu drücken und dadurch würden sich unsere Schulterblätter hinten berühren. Ja? Bewegung Nummer 1, andere Bewegung nach oben und versuchen, dass unsere Schulterblätter am Rippenbogen vorbeiziehen. Und dann immer hin und zurück. Dann nochmal lange drücken. Optimal wäre es, wenn du deinen Kopf genau auf der anderen Seite hast. Optimal wäre es so. Ja. So. Dann können wir versuchen, so einen Kreis zu machen. Ja. Sehr gut. Hochkommen, ein und Hüftkreisen. Selbst in den Richtungswechsel. Ausschütteln. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Ah, Arme. Das Spielchen. Ja? Diese Oberkörperrotation werden wir heute auch brauchen. Also macht alles durch. Von Hacken eingedreht bis Hacken fest, Hüfte fest. Einfach ganz locker schwingen. Streckt dabei die Wirbelsäule. Macht keinen Buckel dabei. Sondern soll's raus. Ja? Thank you.
Okay, ihr solltet alle ein Handtuch mitnehmen. Wenn ihr kein Handtuch habt, könnt ihr es einfach so machen. Ihr sollt hier vorne die Brust dehnen, strecken. Ihr könnt es mit einem Besen machen, ihr könnt es mit einem Handtuch machen, mit einem Tellerhand. Natürlich wäre ein längeres Handtuch gut, je nachdem wie flexibel ihr seid. Ich fasse das Ding an und gehe nach hinten. Da welche Hohlkreuz kommen, Hüfte wieder anspannen, Arsch anspannen, gerade stehen. Ihr könnt natürlich auch, das hat Seth gemacht vor 2 Wochen, glaube ich. T-Position, Hand, Fingernägel zum Ellenbogen und dann auf die. Ja, das Ding. Einmal schon halten. Ihr werdet bald wissen, warum. Und ausschütteln. Okay, das war's heute auch schon. Wir werden jetzt kein Schattenbox machen, weil wir den Clinch über Schattenboxen lösen. Stattdessen werden wir uns ein bisschen warm machen mit den Sachen, die wir letzten Male gemacht haben. Und zwar Frontkicks, Knie, Halbrestkick. Fangen wir ganz einfach an. Wir machen 40 Tipps. Links, rechts oder halt 40 auf einer Seite, sucht es euch aus. Dann machen wir 40 Knie und wir machen 20 Halbpresskicks an die Wand. 3 Durchgänge, ob ihr jetzt beides abwechselnd macht oder nur eine Seite, das soll ich überlassen. Ja? Ich lege mal los, Jonas hier ein bisschen mit, dann komme ich auch nicht durcheinander und ich fange wieder an. Ja? Versuche euch immer schön rauszudrücken, lieber lang zu behalten, so dass der Nachbar kommt. Ihr könnt flach stehen, könnt euch rausdrücken. Zick. Mal schön hoch an der Wand lang. Ja? Nicht hüpfen, sondern rausdrücken und rausdrücken. Die Balance hin doch, um abwechselnd zu machen, jeweils. 20 Stück. Raus, zurück, Balance halten, zurückkommen. Ja? Man kann auch mal mit den Zehenspitzen treffen, ja, mit dem Fußball. Genau. Besser, wenn ich das spanne. 10. 10? Ja. Mein Nerv. 10. Und die andere Seite. Die schlechte. Jetzt die rechte Seite für meinen Tipp, wechsel die Auslage.
40. Oh, dann wäre ich hier. Wasser da warm machen. Das ist mein Mund so trocken, kann ich gar nicht mehr labern. Machen wir halt was weg. Schwimmbadmuskarte bis gestern. Okay. Tipps wieder von vorne, letzte Runde. Ich mache abwechselnd. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, rechts, mal links, mal rechts. Und die hatten das Kick zum letzten. Oh, war nicht so kurz. So kurz. Zum letzten. Fünf, sechs,
sind 8, 19, 20. Okay, und jetzt noch. Fehlt dir deine Hornhaut? Hä? Fehlt dir deine Hornhaut? Naja, ich freue mich. Ah, ja, da vorne. Also deswegen sollte man Socken tragen, damit... Oh, das wäre eine tolle... Deswegen sollte man Socken tragen, damit sich das nicht aufreißt. Aber der Boden ist sehr rutschig. Und wenn ich den Socken trage, dann sieht das auch aus, als wenn ich das nicht können würde, wenn ich nämlich zurückkomme. Und ja, das ist dann nochmal ein bisschen anstrengender. Ihr könnt es natürlich gerne machen. Gerade wenn ihr Schattenboxen macht, ja. Was Rutschiges runter, das ist immer so schwer, das ist immer so gut. Okay, komm zum Finish. Wir machen heute den Babyclinch. Babyclinch, weil Pieper das so genannt hat. Also, das, was ich gerne mache. Und falls Marc zuguckt, Marc, ich weiß, dass du bei dem Clinch mit herkommst. Okay, die Position. Das Ding. Das existiert mit euch durch. Ganz verschiedene Varianten. Der Griff, wenn ihr das klein seid und sagt, ey Albert, der Griff ist nichts für mich. Okay. Es geht ja nicht um den Griff, sondern das, was der Körper macht. Der Griff überträgt nur die Kraft. Und das, was wir heute machen, die Schrittabfolgen, könnt ihr auf alle möglichen Griffe anwenden. Nächstes Mal mache ich einen anderen Griff mit euch. Da wird das im Prinzip genauso laufen. Ja, aber es ist wichtig. Ihr wiederholt grundlegende Sachen. Das macht euch besser. Okay. Babygriff, weil... Dann hältst du ein Baby. Ja? Ich bin groß. Wenn ich einen Gegner habe in meiner Wesklasse, kann es durchaus sein, dass der mit dem Kopf hier hängt. Ja? Ich kann ihn also hier ranziehen. Ihr solltet auch möglichst versuchen, aufrecht zu stehen. Ja? Macht euch nie kleiner, als ihr seid. Natürlich, wenn er gleich groß ist, muss ich ihn woanders hinziehen. Okay. Meine Beine machen folgendes. Erstmal, egal ob ihr parallel steht, also wie im Clinch, ja, oder ob ihr irgendeine Auslage seid, versucht das Gewicht immer 50-50 zu belassen. Auch wenn ihr euch bewegt. Das heißt, wenn wir nachher Bewegungen machen, wie wir die auch aussehen, sucht ihr immer das Gewicht im Mittelpunkt zu haben. Selbst wenn ihr nach hinten geht. So ist richtig. Ja? Nicht so, das ist das Gewicht wieder woanders. Das ist das, was ich meine. Es ist erstmal schwieriger, ja, weil ihr Kraft an das aufbringen müsst. Aber es gibt euch mehr. Okay, die Hände. Jetzt braucht ihr euer Handtuch. Ihr könnt das mit der Hantel machen. Hantelscheibe. Das Wichtige ist aber im Griff, dass ihr nicht nur eure Hände zusammenbekommt, sondern eure Spitzen. Wenn ihr dünn seid, so wie ich, eure. Immer gegen den Kopf. Spitze Ellenbögen. Deswegen könnt ihr ein Papier nehmen, was auch immer. Die Länge eures Unterarms. Ihr drückt mit den Ellenbögen zusammen. Ja? Das ist eine andere Kraft, als wenn ihr mit den Händen zusammendrückt, wenn ihr den Kopf haltet. Wenn ich meine Hände zusammendrücke, kann es euch auch passieren, dass ich das mache. Dann kommt er da raus, das will ich nicht. Hier muss ich zusammendrücken. Wenn ihr das macht, wenn ihr das haltet, werdet ihr hier oben in der Brust eine große Anstrengung merken. Wenn euch das zu viel wird, dann gehen wir zu den Hanteln. Ja? Versucht es. Euer Bewegungsspielraum ist euch eingeschränkter, deswegen müsst ihr mit den Schulterblättern ein bisschen arbeiten. Ja? Wenn ich jetzt hier zusammenhalte oder vorne gehe, komme ich so weit. Wenn ich das aufmache, komme ich ein Stück weiter. Das muss ich teilen. Ja? Genau wie zeitlich jetzt. Wenn wir das alles durchgehen, wenn ihr euch entscheidet, ein Gewicht zu nehmen, ich habe mir meine 4-Kilo-Hantel, versucht das zusammenzulassen. Ja? Ihr könnt das machen. Oder einen Teller nehmen, das ist eine andere Handelscheibe, ist ein Autofahren. Ja? Das ist nicht schlecht, um nachher Sachen zu verstehen. Genauso könnt ihr, wenn ihr Faszienrolle habt, eine Regenrinne, irgendwas, ja? Ihr nehmt euch ein großes Gewicht, zum Beispiel 100 Kilo, oder Gewicht, ja? Ich habe hier meinen Doppelball. Er fasst natürlich so an, als wenn ich clinchen würde, aber er darf nicht durchrutschen, wenn ihr das mit dem Handtuch macht. Und das ich schaffe es zusammenzuhalten, das wäre geil. Ja? Dann könnt ihr jegliche Bewegung, die wir gleich machen werden, auch damit ausführen. Ja? Geht auch alles. Ja, das kann ich aber nicht zu Hause machen, ihr könnt das machen. Aber wir kommen zurück zum Handtuch. Das ist, wie ich finde, das Schwerste. Okay. Ich unterteile das Ganze in zwei Sachen. Werfen und Knie.
Wir fangen die Armbewegung ist aber anders. Ja? Wir fangen an mit dem Werfen. Das Rumreißen, was eigentlich am meisten Spaß macht, wenn der Partner so rumpurzelt. Okay. Den Griff kennt ihr. Ja? Das erste, was wir machen, wir stehen in unserer Clinch-Position. Ein bisschen aufrecht, Hüfte ein bisschen drinnen. 50-50, nach vorne und nach hinten, zur Seite. Jetzt hat das mein Partner hier schon. Ja? Also er ist von meiner Brust. Und was ich mache, ich gehe mit meinem Körpergewicht nach hinten unten. Ja? Nach hinten wäre das. Und dann will ich noch nach unten. Aber halt nicht das Ding, sondern ab. Dadurch ziehe ich ihn rein. Was meine Hände machen, meine Hände gehen in meinen Körper rein, beziehungsweise ich ziehe ja gerne so rum. Ja, dazu kommen wir später. Ich ziehe den Kopf darin, während meine Ellenbogen in meinen Partner reingehen. Also mache ich nicht nur das, sondern ich mache das. Ja. Mein Partner, ich mache, kann ich nicht mal haben. Ja. Ich gehe auch nicht nach vorne, sondern ich gehe nach hinten. Ja, ich ziehe mich rein. Wenn ich merke, dass mein Partner, er fällt jetzt nach hinten, dann hat er sowieso schon. Dann hat er sowieso schon halb verloren. Ja? Aber eigentlich will ich ihn zu mir reinziehen, das ist wichtig, das wollte ich nochmal. Ja? Falls einer komplett sich so legt, dann geht er hinterher. Okay, die erste Bewegung, wir haben viel gelabert. Also wie folgt. Ich habe ihn, das machen meine Hände, das macht mein Körper. Ja, und ich achte darauf, dass ich parallel stehe. Komme ich wieder zurück. Ihr könnt beide aussagen. Ich reiße nur nach hinten, so als wenn ich am Kragen habe und. Ja, das ist eine Teilbewegung. Ja. Das Ganze machen wir halt mit dem Handtuch. Zeit ist da unten noch was. Ja. Auch probieren, hier mal zusammendrücken mit den Ellenbögen, auf den Fersen, auf den Beinen zu bleiben. Ja, das macht dann alles wieder anstrengender. Aus dem Clinch startest du jetzt mit beiden Füßen parallel. Ne? Ich starte mal parallel, ihr könnt auch immer die eine Seite sehen. Ja, zum Üben lohnt es sich, die Seite zu nehmen, wo man den Gegner am besten reinziehen kann. Das heißt, ich müsste, wenn mein Partner natürlich in derselben Auslage wie ich steht, also Linksauslage, ziehe ich ihn nach da. Also müsste ich eigentlich den Schritt mehr üben. Ja? Weil das die schwache Seite ist. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir im Clinch stehen, muss man sowieso antesten. Wenn euch das Handtuch rausflutscht über mir, das ist ein Fehler, ja? Müsst ihr korrigieren. Okay, soll uns reichen. Das ist nur der erste Schritt. Zweite Bewegung, die wir mit einfließen lassen, ist eine Rotation. Das kenne ich. Russische Twists, wie sie heißen, das Ding. Ja? Wenn ich die Hand nehme, ihr seht ihr schon, ich mache halt die Ellenbogen auf. Das will ich natürlich nicht. Ja? Die Hantel gibt mir mehr Anstrengung für meinen Bauch, bringt mir aber nichts. Das Handtuch macht das nicht. Also, hier steht fest und rotiert nur von links nach rechts. Die Hüfte lasst ihr auch erstmal fest. Es ist nur ein Zug hier. Ja? Und dann nicht nur so, sondern auch rüber mit den Ellenbogen. Und da stößt meine Brust an ihre Grenzen. Wenn man das Ganze durchexerziert und weiterkommen will als das hier, wird automatisch was passieren. Und dazu ist unser Lenkrad ganz gut. Ihr werdet anfangen, eure Arme parallel zu verschieben. So als wenn ihr Auto fahrt. Wenn ich jetzt hier bin, mich rumdrehe, würde ich hier rüber gehen. Das ist eine gute Bewegung. Ja? Damit kann ich den Kopf hebeln, den Hals hebeln und ich habe auch mehr Bewegungsspielraum. Ich mache nämlich nicht nur so, sondern auch so. Ja, wenn ich den Hals hier habe, vorzugsweise, also ich, ja, an der Kieferlinie, nicht nur im Hals, sondern als ich den Kiefer habe, dann habe ich den Kopf.
Und wenn ich den Kopf bewege und der Nacken stark ist vom Partner, dann habe ich gute Chancen. Okay, was wir jetzt machen, ich nehme mal das Gewicht und drehe nur links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Könnt ihr richtig schön mit Schwung machen, die Arme mal zack, zack. Ja, du bist der Prinz von der Erde. Du kannst es nicht. Du hast so viele Muskeln, da geht das nicht. Geht die Ellbogen? Kommst du mal? Weil die Brustmuskeln im Weg sind, weil die Rückenmuskeln so massiv sind. Ja, das könnt ihr bis mal brechen üben. Das ist eigentlich nichts weiter als. Nee. Ja? Oder. Selbe Bewegung. Jetzt kombinieren wir das Ganze. Das heißt, wir haben einen Schritt zurück und eine Rotation. Was ihr darauf aufpassen müsst, ist das vordere Bein. Das könnt ihr wie folgt lösen. Ihr dreht euch rum und dreht das vordere Bein mit ein. Ja? Mich macht das instabil. Was ich gerne mache, ich mache in der Hüfte eine Ausrotation. Nur, dass ich nicht das Bein bewege, sondern die Hüfte. Das heißt, ich mache hier auf. Ja, dann stehe ich breit. Und dann ziehe ich ihn rum. Wenn ihr jetzt mit dem Theraband arbeitet, ist das eine wunderschöne Übung. Und ich werde einige, die aus dem Bodenkampf kommen, vom Werfen, wenn ich es irgendwo erkenne, fasse ein Kimono an, ziehe ihn rum. Also habe ich jetzt die Kraft meines Körpers, der hier nach hinten geht. Ich habe meine Rotation und ich habe sogar noch mein Ärmchen. Ja? Wo meine Arme, wie gesagt, das nur zusammenhalten. Und der Körper zieht. Ich könnte das so machen. Ja? Die T-Rex-Arme. Jetzt gibt es aber ein Problem. Ich bewege mich. Das ist meine Angriffslinie. Ja? Und mein Partner ist relativ stabil. Wenn ich ihn nur rüberziehe, wenn ich ihn nur zur Seite bewegen will, passiert da nicht viel. Muss ich das machen. Das heißt, ich will eigentlich in mich reinziehen. Wenn ich das mache, stehe ich da, wo ich ihn hinziehen will. Das sind die zwei Varianten. Wir fangen bei Variante 1 an. Ich drehe mich mit dem hinteren Bein, was ich nach hinten setze, noch weiter rum. Dadurch habe ich noch mehr Zugkraft. Ja? Ich muss quasi die Linie, das ist der Stock hinter mir, freigeben. Wenn ich einen instabilen Partner habe, kann man es wunderbar machen. Das kann man es wunderbar drillen. Na, der zieht einfach nur nach hinten, geh weg. Ist aber auch nicht das Idealste. Ist aber gut, um schnell zu machen. Das Idealste ist, das, was ich mal als Tanzschuh bezeichne. Ihr kennt das, wenn ich das Clinchen mache. Ja? Machen wir vorne einen Auftaktschritt. Und jetzt ist die Bahn frei. Ja, das heißt, wenn ich ihn hier habe, einen Auftaktschritt mache, 50-50, mit dem Bein rumziehe, dann kann ich wunderbar reinziehen. Und dann so macht er einen Brustlauf. Ja, das ist die Grundidee. Die gesamte Bewegung wäre das hier. Hab ihn. Oh, scheiße, ich bin nicht im Bild. Ich hab ihn. Ja. Stehe gut. Hab ihn gut. Bin rangezogen an meiner Brust. Kuschel ein bisschen. Vorzugsweise hier, damit ich mal rumziehen kann. Geh hier rum und ziehe ihn nach unten. Ja, ich gehe mit meinem Körper nach unten. Auch das kann ich wieder richtig als Drill machen. Einfach mal ein bisschen durchspielen. Ja? Versucht. Hast du auf den Stand? Ja. Nee, lass ruhig. Das ist einfach. Es ist ganz gut zu sehen, dass man wirklich weg von dieser Linie ist. Das macht viel aus. Hatto! Mein Gott, Alter. Thank you.
Das könnt ihr in eure Schattenbox integrieren. Ja? Es ist umso besser, je mehr ihr es wirklich schafft, auf dem Bein zu sein. Ja, nicht mit dem platten Fuß. Das ist schwer, gerade wenn man ein Gewicht hat. Macht es mit dem Theraband und wir jetzt sehen, es ist was anderes, weil ihr hier außen ausgleichen müsst. Hier oben ausgleichen müsst. Ja? Also das ist eine Bewegung. Im Idealfall ziehe ich ihn so rum, dass er gleich unten ist. Dann müsst ihr meinen Griff noch aufmachen, weil er mich sonst hinterher zieht. Dann stehe ich sozusagen so da. Hier unten. Das Bein ist hinten, die Hüfte ist in die Richtung, also ist auch hinten. Und ich hänge hier. Es ist Scheißposition für ein Knie. Da fehlt ein Zwischenschritt. Ich kann von hier ein schnelles Knie machen. Ich weiß nicht, wo ich treffe. Idealerweise durch den Kopf, den ich hier habe. Oder ich lege richtig drauf auf ihn. Aber es wird kein hartes Knie sein. Für ein hartes Knie fehlt mir was. Und deswegen kommen wir jetzt zum, ich sag mal, zweiten Grundmuster. Ist Jack wieder online oder brauchen Sie die ganzen Herzchen? Nee, Jack ist doch oben. Warum haben wir ihn? Okay. Das Wichtige ist, was im Kopf rein muss. Was auch ich immer vergesse, wenn ich dann in Action bin. Wenn ich ein Knie machen will, brauche ich ein bisschen Abstand. Ich clinche, ich habe ihn hier. Okay, was mache ich jetzt? Ich brauche Abstand. Ah, falsch. Ja? Ah, ich brauche ein bisschen Abstand. Ah, falsch. Ich habe ihn nicht immer noch hier. Ja? Hier kann ich ziehen und was machen. Ja, kontrolliere ich noch. Aber ich brauche, wenn ich die Arme zum Ziehen haben will, brauche ich mehr. Und letztendlich, wenn ich jetzt hier bin, ist das die Bewegung. Der Kopf meines Partners bleibt da, wo er ist. Ich gehe nach hinten, so wie bei meinem ersten Schritt. Aber ich strecke die Arme. Und jetzt 50-50. Ja, und jetzt werdet ihr das Problem haben, dass eventuell, wenn ihr nach vorne geht, das aufgeht. Ist nicht weiter schlimm, ihr habt ja noch das hier. Aber wenn ihr dann zieht, wenn das Knie kommt, muss es wieder zugehen, sonst kommt er raus. Oder ihr schafft es halt, so einen Buckel zu machen, dass es dicht bleibt. Ja? Okay, unsere erste Bewegung ist aus dem Parallelstand nur nach hinten zu gehen und probiert euch darauf zu konzentrieren, dass die Ellenbogen eigentlich da bleiben, wo sie sind. Ja, das war nicht richtig. Ab. Arme strecken, Körper geht nach hinten. Ab. Ihr könnt meinetwegen so machen, aber ich finde diesen Stand halt nicht stabil. Ja, ich fühl mich so sicher. Deswegen gehe ich. Und auch hier nicht vergessen, jetzt zusammenzudrücken. Bam. Und dafür braucht man den Spiegel. Muss man wissen, was man fühlt. Letzte Seite. Aus der Position gestreckte Arme kann ich nicht ranziehen. Das ist das Grundmuster. Das ist sozusagen Punkt 0, Punkt 0. Der erste. Die Grundidee. Ganz doof. Auf Papier hat es Sinn ergeben. Ihr müsst natürlich wissen, wann wir das machen, warum wir das machen. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass wir unseren ersten Schritt aus der ersten Übung gemacht haben. Von hier sind wir in der Auslage. Das heißt, wir haben ihn schon nach vorne gezogen. Er ist ein bisschen gebeugt. Er steht nicht mehr gerade. Jetzt muss ich Platz schaffen. Gerade haben wir einen Schritt gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt Platz schaffen würde, müsste ich mit meinem linken Bein nach hinten gehen. Und dann könnte ich ziehen. Ja? Das ist eine Variante. Die zweite Variante wäre, nach hinten rauszurutschen. Beziehungsweise mit beiden Beinen. Hier Platz zu schaffen und dann das Knie zu machen. Das ist abhängig davon. Also eigentlich nicht, haut das Knie rein, wenn ihr wollt. Schön wäre es natürlich, wenn wir die offene Seite treffen, weil das machen wir ganz am Schluss. Ja? Also, jetzt folgende Bewegung. Ihr zieht euren Partner zurück und dann entscheidet euch, entweder rutscht ihr raus und wieder zurück. Ja? Oder ihr zieht ihn zurück, macht einen Schritt. Aber jeweils mal rausrutschen und einen Schritt machen, bleiben die Arme eigentlich da, wo sie sind. Und sie sind zusammen. Ja? Hier zusammendrücken. Das heißt, von hier zieht ihn zurück, macht lang.
und zurückkommen. Ja, das mit den Knien ist eine ganz andere Sache. Das macht dich dann nach. Hier. Zieh dich zurück. Rutsch zurück. Und wenn wir von vorne anfangen. Wir hören zusammendrücken. Zieht ihn zurück, macht einen Schritt, macht das Knie. Zieht ihn zurück, macht einen Schritt, Knie. Im Idealfall natürlich das Knie wieder nach hinten absetzen und auf Zehenspitzen rausdrücken. Blau, blub. Machen wir ganz einen Schluss. Wunderbar. Zurück. Pass auf, steht ziemlich scheiße. Ja. Mach einfach einen Auftaktschritt. Zieh nach da. Ja, mach dann mein Knie. Kannst du in den Ringseilen hängen? Keine. Ja, ich brauche dazu viel Platz. Also meine 2x2 Meter reicht zu Hause nicht aus. Ihr könnt euch denken, was kommt. Wenn das jetzt mit den anderen Schritten kombinieren. Und der Unterschied ist natürlich das hier oben. Ja. Also wir haben ihn zurückgezogen. Und ich werde jetzt. Also beim Zurückziehen hier nach außen gehen und dann den langen Schritt machen. Ja? Ihr variiert das einfach nur, dass dieses Grundmuster in euch reinkommt. Ich werde jetzt nicht mal das Handtuch nehmen, weil das dann drücken stört meine Konzentration. Das ist wirklich so. Wenn ich das so lange mache, dann geht das nicht mehr. Und man kann die Hand nehmen, ja, wenn man auch Bock hat. Okay, ich bin wieder hier. Ich ziehe hier zurück. Dann rutsche ich raus. Dann kommt mein Knie. Grundposition. Ich ziehe seitlich raus, rutsche zurück, das Knie. Mhm. Schwupp. Schwupp. Starte mal bitte weiter hinten. Ja, ich starte. Zu Hause. Mein, mal da, an der Ecke. Ich meine, die Richtung muss ich machen. Da, 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 da. Ich habe ihn hier, ja, ich ziehe nach hinten, mache meinen Schritt, dann mache ich das Knie. Genau. Ja, große Schritte erlauben mir eine bessere Balance. Ey, die Leute, wenn ihr das auf kleiner Fläche macht, was hinbekommt. Auf dem weichen Boden. Oder auf dem glatten, weichen Boden mit Socken. Oh mein Gott. Oder wenn ganz viele kleine Kinder zugucken im Park und fragen, was er dann macht, dann braucht er einen Corona-Abstandsstock für die Kinder. Okay, warte. Als nächstes ist das Ganze mit Auftaktschritt. Ja, ihr seid hier, ihr habt ihn hier. Ich ziehe mit dem Auftakt rum und entweder einen Schritt machen oder rausrutschen. Arme lang, Bein stehen. Ja, oder ab, so stehen. Dann kann ich wieder reinziehen. Zurückrutschen, ja, stehen. Ich mache das nächste Video. So existieren beides durch. Und ich muss jetzt. Rum. Dann. Bam. Zurück. Rum. Ja, ich liege auf ihn drauf. Mache mich lang. Bin zwar immer noch unten, aber ich kann ihn ziehen. Und zurück. Oh, okay, andere Seite. Okay. Rum, mach mich lang, ab. Oder ich ziehe ihn rum, mache einen Schritt, weil die Ringseite sind, muss ich es kurz machen, ab und gehe zum Kopf. Habe nicht Platz. Okay, das ist einfach ein Drill. Das ist wie ab, 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 ab. Schattenboxen. Wenn man nicht schaffe, ist man Schattenboxen. Und dann noch Tage und es ist hart für den Kopf. Ja? Okay. Ich gucke schnell, ob ich alles durch habe, was wichtig war. Wir sind schon hier. Bitte sind hier. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay. Dann ein Schluck Wasser. Für mich. Wir werden jetzt das Ganze kombinieren. Also all diese Teilschritte, das mit dem, ich gehe nur nach hinten, ich gehe seitlich raus, ich gehe mit Auftaktschritt seitlich raus, ich
ziehe nach unten oder ich mache mich lang. Das sind alles Teilschritte, die, wenn man das drinne hat, die Situation angepasst verwenden kann. Und das möchte ich jetzt mit euch machen. Also ich mache jetzt verschiedene Schattenbox-Beispiele. Die erste Kombination wäre, zweimal das mit dem Knie, ihr wollt zweimal ein Knie machen und einmal einen Wurf und der Auftakt mit der Standbein. Das sieht irgendwann so aus. Jonas, komm kurz her, nur das Verständnis. Stell dich mal mit dem Popo und die Richtung und deine normale Auslage. Ja? Jonas steht mit dem Bein hinten. Ja? Wenn ich ihn jetzt, mach das so. Wenn ich jetzt hier ziehe, das ist dein Schwachpunkt. Ja, das ist die schwache Seite, ja, die Richtung. Möglichst noch die Richtung und nicht mal nach vorne. Das hier ist eine starke Seite. Das heißt, wenn ich anfange zu ziehe, wäre ich intelligent, wenn ich in die Richtung ziehe. Das ist mein Kopf drinnen. Ja? Und wenn ich anfange zu clinchen, möchte ich das machen. Dankeschön. Ach, ebenso ist das natürlich die beste Seite zum Knie. Das heißt, was wir jetzt machen, wir boxen ein bisschen rum, achten darauf, dass die Fersen hacken, dass die Hacken wieder oben sind und die Beine schon in den Boden krallen. Wir boxen ein bisschen rum. Dann erarbeiten wir uns diesen Griff im Clinch. Ja? Ich muss jetzt mit meinem linken Bein nach hinten gehen, weil ich mit dem das Knie machen möchte. Ja? Also strecke ich mich, ein Knie, absetzen, zwei Knie, absetzen. Ich habe ihn jetzt immer noch beim Knie-Clinch. Ja? Jetzt gehe ich an ihm vorbei und reiße ihn rum. Ja? Ich habe ihn zweimal, eins, zwei, batsch, dann geht er nach unten. Und die Schulter auch. Ja? Das ist die erste Hand. Also ihr steht wieder, guckt das hier. 50-50 seid. Kommt durch, Clinch. Ein Knie, ab, zwei Knie. Und damit weiter. Trittst du mich nochmal hinterher, wenn er fällt? Hä? Trittst du mich nochmal hinterher, wenn er fällt? Ich bin ein sehr freundlicher Mensch. Okay. Jedenfalls im öffentlichen Internet. Ich würde sowas nicht machen. Nein, also die ist wirklich das, erst hat gesessen, zweiter hat gesessen, er ist eh schon, ja, ich mache es nur noch hier, komm, das dritte gebe ich nicht, weil ich ein Mensch bin, das ist die im Kopf, ja, aber wichtig wirklich, greifen, Wicht machen, lang nach hinten, ein Knie, lang, zwei Knie, fester Clinch, rumziehen, wahrscheinlich so. Ein bisschen. Aber ich kriege schon eine Blase im großen Zeh. Da wollte mein Move schon kommen. Bam, bam, bam. Na, oder ich gehe nach vorne, ich drücke weg. Eins, ab, zwei und ich muss hier weiter nach hinten. Was für ein Kameramann? Ich verfolge dich. Bam, 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 ab. Und die Arme drauf. Wir wechseln die Auslage. Ja, wechseln die Auslage. Geht alles leicht. Ab. 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 Geht doch. Ab. Ein Knie. Zwei Knie. Wow. Aber mein Körper nicht drin. Das ist zu schnell. Ja, ich muss nur langsam. Nein, nein, alles gut. Eine Bewegung. Ein Schritt. Ab. Zugreifen. Ein Knie. Zwei Knie. Umgehen. Und ziehen. Okay, die Grundidee dahinter war, wie gesagt, dass ich ihm, ich bin jetzt wieder mal in einer Normalauslage, ich greife seine schwache Seite an, eins, zwei, und ziehe ihm seine schwache Seite rum. Das muss nicht immer so sein, das kann sein, dass man einen Clinch startet. Ja? Ihr habt einen starken Typen, der nicht nach unten beugt. Das heißt, wenn ihr die Knie an einem Typen macht, also wie, als wenn er eine Säule ist, ja? Ihr fasst den Sandsack an, dann bewegt sich nicht, und dann probiert es nochmal. Ja? Er muss ja nicht nach unten gehen, wenn er schneller gezeigt, geht es auch so. Als nächstes machen wir dasselbe, Doppelknie, aber wir drehen uns über unser Kniebein.
Knie, Knie, hier rum. Ja? Danach rutschen wir raus. Oh, die ist echt übel. Ich fahre von vorne an. Kannst du auch hier drehen? Ja, lange Spinnenbeine. Okay. Ich hole mir den. Mache wieder ein Knie in die schwache Seite bei ihm. Setz hier rum. Versuche ihn rumzuziehen. Er wird wahrscheinlich nicht kommen. Und jetzt rutsche ich nochmal nach hinten. Ich rutsche nur. Ja? Ich könnte auch einen Schritt machen. Ja? Aber ich habe ihn noch einmal mit dran. Ich ziehe ihn quasi in die schwache Richtung, die wir vorhin hatten. Dann mache ich mich da und dann kommt das Knie. Ja? Also nicht nur einfach Knie. Knie. Rumziehen unten sein und jetzt das Knie so aus. Nein. Nochmal nachmachen. Oder nochmal ziehen. Bap. Und dann das Knie machen. Ja? Einfach um seine Position zu stören. Wenn ihr einen Partner habt, der beim nochmal nachziehen, eh nach vorne fällt, dann kann ich das Knie auch sparen. Ja, das ist alles entspannt, der Partner hat keine Angst. Ja, und muss. Okay, habt ihr hier. Ein bisschen Schattenbox. Schnappt ihn euch, macht euch lang, macht das Knie euch lang, macht das Knie vorne rum. Ja. Jetzt mache ich mal einen Schritt, mach mich lang und dann kommt das Knie von der Seite. Ganz einfaches Ding. Mach ihn nochmal. Schnapp ihn hier, mach mich lang, lang. Zurück. Schmeiß die Zahn in die Richtung. Mach mich lang. Und dann kommt nochmal das Knie. Und die Ellbogen zusammen. Okay. Wenn das noch nicht so kompliziert war, das sind ja nur ganz wenige Schritte. Das ist ja wieder nur, um das mal wieder aufzudröseln. Rumdrehen. Ja? Rumdrehen, Kick. Rumdrehen, Kick. Rumdrehen, ziehen. Rumdrehen, ziehen. Dieselben Muster, die wir seit 4 Einheiten machen. Ja? Bap, bap. Nur obenrum ist was anderes. Okay, jetzt ist es kompliziert. Lass mich selber mal gucken und trinken einen Schluck Wasser. Okay, ich habe ihn. Ich mache mein Clinch mich ran. Ich ziehe ihn einfach nur ohne Auftakt. Ich will ihn erstmal stören, seine Balance. Ich ziehe einmal. Ich habe ihn ein bisschen nach vorne gezogen. Jetzt mit Auftakt. Und weil ich 50-50 stehe, kann ich das machen. Wenn ich hier stehen würde, wäre das ein bisschen... Ja? Aber ich habe ihn. Ziehe ihn zurück. Ziehe ihn jetzt nochmal rum. Ja? Mach mich lang. Mach mein Knie. Ziehe nochmal rum. Mach noch ein Knie. Ich sage euch, wenn ihr das mit dem Partner macht, der die ganze Zeit so pratzen hält und dann zieht ihn rum und er hält gegen, dann macht das keinen Spaß über 3 Minuten, dann kommt euch das Kotzen. Okay, also, bisschen Boxen, bisschen Boxen, bisschen Boxen. Ihr habt ihn, einmal zurück, nochmal zurück, raus, Knie, Schock, Knie, Schock, Knie, Doppel, Knie. Ich dachte, ich hätte mir gerade gelacht. Nicht mehr. Worauf ihr aufpassen müsst, wenn ihr hier rumzieht, ja, der Kopf geht hier runter, dann flutscht er hier raus. Das heißt, ihr müsst nämlich hier, könnt gar nicht weit runter. Ja, das ist ein bisschen besser. Geht bis hier. Oder ihr geht rum. Wenn es aber so weit unten ist, müsst ihr loslassen. Ja, das ist schon. So, im Knie. Okay, machen wir mal weiter. Kleinen Zwischenschritt, dieses nicht zu vergessen.
Das ist übelst wichtig. Das muss man reinbringen. Wenn ich jetzt mit euch 3 Minuten Knie mache, dann ist das hier ziemlich anstrengend. Das hier aber wesentlich effektiver. Aber das ist wie, das ist einfach so ein beschissenes kleines Detail, wie die Schulter bei einem Schlag. Oder das Rauskommen bei dem Kick, was das halt alles leichter macht. Okay, das war's erstmal. Das Wichtige ist eigentlich nur, dass ihr 50-50 steht, dass ihr balanciert, stabil steht. Ein Schub an die Brust, bei mir war das so, ich habe es im Park gemacht, ging nicht mehr hier. Ja, das Zusammendrücken, da konnte ich meine Seffelübung machen, wie ich wollte, das war dann wahrscheinlich nur so da. Ich habe mich darauf konzentriert, dass ich einigermaßen auf die stehe. Ich war gespannt, den Arsch angespannt, den Bauch an. Und dann, Vorbild zum nächsten Mal, sind wir hier bei der Bewegung oder bei dasselbe in Grün. Und je stabiler hier steht, das bitte rennt nicht weg, nur weil es für Tanzen auch sind. Ich wollte eigentlich einen Walzertakt einbauen, aber so gut war ich nicht, ich konnte nicht üben. Was wir nächstes Mal brauchen, wir können das, wenn ihr eine Schaumstoffnudel habt, glaubt ihr eure Oma? Ja, Oma, Ränder schwimmen. Achso. Ja, Handtuch können wir auch nehmen. Weil was wir machen müssen, ist zum Beispiel ein nach außen drücken. Weil wenn ich die Innenposition habe, den muss ich verteidigen. Dann habe ich hier Zug drauf. Das könnt ihr genauso gut machen. Also ihr könnt ein Handtuch nehmen. Ihr könnt nächstes Mal, ja, damit es anstrengend wird. Terraband, Gummiband, Fahrradschlauch, was auch immer. Ja, ständig der Druck nach außen. So wie hier ständig der Druck nach innen vorherrscht, ist da der Druck nach außen. Wo Körperspannung drauf muss, ja. Was auch cool ist, Stopp. Ja, nicht nur zur Erwärmung, nicht nur für andere Sachen, sondern ich habe ihn hier, den Hinterkopf, ich habe ihn hier woanders. Ja, ich kann hier ziehen. Also, das sind sozusagen meine Achse. Ja, wenn ich jetzt hier einen Gummi ranmache, den Gummi dann gut befestige, dann habe ich da Druck drauf. Das ist ja dasselbe im Grün. Ja. Natürlich ist so ein Handtuch irgendwo besser, aber das erlaubt mir so ein bisschen damit zu arbeiten. Ich kann hier fest zugreifen, ich kann zusammendrücken, so als wenn ich nach da drücke, das arbeitet gegen. Das ist nicht ideal, aber es gibt mir was. Ja? Und dann machen wir Schwerübungen. Okay, das war's für heute. Ihr könnt viele Hausaufgaben damit machen. Ja? Ihr müsst nicht den Griff haben, steht aufrecht. Mach die Beinarbeit, mach dann ein bisschen Schattenboxen oder was. Wichtig wäre eigentlich noch diese Ebene. Ja? Also hier wieder aufmachen. Weil wir heute die ganze Zeit mit so einem kleinen Brustmuskel was zusammengedrückt haben. Das ist nicht gut. Auch sind wir mit den Schulterblättern ständig rum. Also wir standen eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen in den Buckel. Das muss man auch ein bisschen ausgleichen. Ja? Also steht heute schon gerade. Nimmt die Arme nochmal nach hinten. Drückt das Ganze auf. Oder das, was ich glaube zuerst einmal habe das gemacht. Der Stock, der setzt hier auf der Bank. Dann mache ich ihn nochmal lang und strecke das hier vorne. Und ich kann euch auch ausrollen, je nachdem. Hängt euch aus. Aber lockert die Brust ein bisschen. Okay. Wenn ihr weiter keine Fragen habt, sehen wir uns. Vincent fragt, ob das Gym am 19. wieder aufmacht. Wissen wir erst, wenn Bund und Länder sich beschlossen haben. Okay, also das wissen wir selbst noch nicht. Das muss erst die Regierung selbst noch so herausfinden und weiter an uns leiten. Genau, und Mittwoch. Wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag wird es bekannt gegeben. Ja. Mittwoch oder Donnerstag wird es wahrscheinlich bekannt gegeben. Ja. Okay, Freunde, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Morgen geht es weiter. Dienstag. Nikolai! Tschüss. Ciao, ciao. Wie geht's denn da?